Weißt du, ich kann Den verstehen, wenn Mama er. cool. Nee, Weißt du, was Michael. lustig ist? Ich Michael. kann. Nein, ja, Michael ist krass. Oh, Michael, oh. Weißt du, was lustig ist? Ich kann verstehen, wenn er mit Handy so langsam ist. Warum bist du da auch so Hat langsam? deine Schnauze, macht das Intro zu Michael Lowe jetzt. Das ist einfach ein Technik- und Legastheniker. Ein Technik-Megastheniker. Macht das Michael, Intro zu oh. Michael. Der bekommt zu wenig Aufmerksamkeit. Ja. Absolut. Absolut. Traurig. Ganz, 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 ganz absolut. Ja. Leute, willkommen zu der Reaktion zu Michael O. Wie heißt der Song, Mason? Weiß ich nicht. Sehr gute Vorbereitung. Manickel-Vorbereitungen. Rooftop. Rooftop. Leute, hiermit herzlich willkommen zu der Reaktion zu Michael O. Rooftop. Mason, das letzte Ding von ihm. Habe ich tot gehört, aber ich schwöre, ich habe es tot Ja. gehört. Ich habe es auch Ja. sehr oft angehört. Ja. Eis. Dieses Eis-Ding, ne? Übertrieben krass. Und was war da davor nochmal? Ich habe Drachen in meinem Kopf. Oh mein Gott, Gott, das oh war noch mein Gott, geiler. genial. Ich muss Tausend. sagen, Weißt Ich du? habe hast aber Eis auf absolut der recht. Der ist so unterschätzt, der hat zu wenig Und weißt du, Aufmerksamkeit. wann man es merkt? Weil Reactions, man merkt ja so Klicks von unseren Reaction-Videos. Ja. Und der bekommt immer am wenigsten. Ich Ich frage mich immer so, weiß. warum? Der Die ist doch Leute richtig sind, ja, gut. die Leute sind dumm. Das ist dann Dumm. Der ganz ehrlich, das ist so ein Genie, was willst du machen? Mach Play. So. Go. Haben wir Major. Concentration. Major. Michael, oh. Michello. Ja, ich hab auch Michello. Und ich trinke mir meinen Kopf frei. Eine reicht mir nicht, also gebe ich mir gleich noch ein. Alles, was in meiner Vision leuchtet, ist glorreich. Das ganze Blut, was geflossen ist, wird nicht umsonst sein. Okay. Es wird anscheinend ein Message-Song hier. Ich fand den Reim mit glorreich cool. Glorreich. Glorreich ist auch ein Wort, was man nicht oft benutzt, oder? Glorreich ist ein ästhetisches Wort. Ja, sehr ästhetisch. Weil da steckt das Wort, also so, nicht Gloss, aber so Schein, so Glor. Ja, ich weiß, was du weißt meinst. Du? Ja, ich weiß, was du meinst. Die Schreibung war komisch, aber... Feier dich weiter, doch vergiss nicht, das Dein zu mir. Es sitzt im Edelrestaurant, aber keine Manieren. Und Fehler sollten dir am besten niemals zweimal passieren. Ich meine, yo, kommst du mir mit Gossip, dann fuck auf dich. Nix gönn, aber die Hände ganz weit ausstrecken. Wenn Leute mir heute sagen, Junge, du schaffst das nicht. Ganz klar, ich muss wieder mal ein draufsetzen. Geil. Boah, geil. Stabile Einstellung. Ja. Oh, geiler Stabile Part, Einstellung. Richtig das guter safe Flow grad. Ja. Betonung. Safe. Nice. Hey, guck mal, der hat das Mikrofon auch richtig rum und nicht falsch rum. Vielleicht liegt's doch nicht daran. So viele Zombies laufen hier rum mit Hass im Blick. Was noch passieren wird, das kann ich dir leicht ausrechnen. 5 Uhr morgens, ich bin wach, verdammt, ich schlafe nicht. Und aus dem Hotelzimmer kann ich einfach wieder auschecken. Du glaubst, der Teufel ist dein Freund. Ach, ja. Blicke Richtung Himmel und sie kreuzen sich mit Zweisen. 100 Mal vertraut, doch 99 Mal enttäuscht. Aber keiner meiner Schritte würde ich heute noch bereuen. Oh, ah. geil. Warte mal, was hat er gesagt? 100 Mal Dings? Kann mich nicht erinnern, der hat so viel Informationen rausgeballert. Mach nochmal einen zurück, bitte. Seine Infos waren gerade echt gut, aber. Der viel gut Das war wirklich viel Message, Digga. Ja, Mann. Doch wieder auschecken. Du glaubst, der Teufel ist ein Freund. Blicke Richtung Himmel und sie kreuzen sich mit Zweisen. 100 Mal. Du glaubst, der Teufel ist dein Freund. Und Blicke Richtung Himmel. Und sie kreuzen sich mit Zeus. Und Zeus? Hat er doch gesagt? Ja, aber Digga, was hat der Teufel mit dem Zeus zu tun, Digga? Sicher. Es gibt zwar auch, Dings, ein. Blicke in den Himmel, der guckt in den Himmel und seine Blicke kreuzen sich mit Kreuz. Kreuzen sich mit Zeus. Die kreuzen sich mit Kreuz. Mach Play bitte. Vertraut doch 99 Mal enttäuscht, aber keiner meiner Schritte würde ich heute noch bereuen. Irgendwas hat er mit 100 gegeben. Ja. Die Sonne schränkt mir aus dem Arsch und trotzdem spür ich den Regen. Das ist schon eine geile Zeile. Hm? Die Sonne scheint mir aus dem Arsch, aber trotzdem spüre ich den Regen. Ja, das ist richtig gut. Okay. Aber genau zu, Mann. Groß steht die Höhle des Löwen betreten. Ich suche nicht den Sinn des Lebens. Ich will einfach nur leben, ich meine. Sorry. Das ist auch der Sinn des Lebens. Ja. Aber schön gesagt. Ja. Da denkt man darüber nach. Ja. Das ist cool gemacht. Der Sinn des Lebens ist es, nach dem Sinn zu suchen. Nach dem Sinn zu suchen. Das ist der Sinn. Aber was hat es dann für einen Sinn? Du bist auf einer endlosen Suche. Ja? Der Sinn des Und wo Lebens. Ist der Sinn? Die Suche ist der Sinn, weil wir es nicht finden können. Du musst dich mit der Sinnlosigkeit abfinden. Und genau das ist der Sinn. Das ist kein Sinn. Ja, aber warte. Die Sinnlosigkeit ist der Sinn. Je nachdem, woran du glaubst. Der Sinn des Lebens ja, ist der Weg. Ja, je nachdem. Je nachdem, woran du glaubst, Digga, ganz ehrlich. Ja, aber musst Aber trotzdem, du kannst nie... Deswegen sagt man... Glaube und nicht Wissenschaft. Ne? Ist wirklich so.
Ich meine, ich bin ja voll dabei mit Glauben, aber trotzdem, manche Dinge musst du, wie soll ich sagen, du brauchst immer trotzdem noch einen gesunden Kopf, so. Das hat hier keiner bestreitet. Nein, nein, ich hab's falsch formuliert, Alter. Du kannst nicht Fakt sagen, das stimmt. Du kannst dran glauben, das ist auch wirklich gut so. Aber du kannst es nicht, wenn ich dir jetzt frage, gib mir einen Beweis, kannst du mir halt nicht geben. Es geht halt nicht. Beweis? Ja. Du kannst, man muss halt nur dran glauben. Ja, natürlich. Und aus dieser Sicht ist deine Line halt geil. Ja. Dann hören wir weiter. Ja. Religion, Diskussion, Allah. Party auf dem Rooftop und ich weiß drauf, was morgen geht. Ja, ja. Vielleicht bin ich in New York, vielleicht bin ich in Marseille. Party auf dem Rooftop und ich weiß drauf, was morgen geht. Ja, ja. Vielleicht bin ich in London, vielleicht bin ich in Athen. Ja. Zeit. Spiegelt auf jeden Fall den Text wieder. Also seine Strophe. Bro, sag, wie viel haben wir riskiert? Genau wie früher, ich steh hinter dir, du hinter mir. Kalte fucking Gegend macht noch einmal, dass wir frieren. Hochgestellte Ziele und sie alle motivieren. Jeder hat sein Laster, also lass ich sie reden. Sie zielen auf mich, die Ratten, aber ballern daneben. Ich weiß doch, ich bin immer etwas anders gewesen. Sie glotzen mich an, als komm ich von einem anderen Planeten. Ich mein... Oh, du wartest immer so mit so einer... Ja, ja. Der erzählt... meine. Oh. Erzählt es so schön. Sind ihr da 3 Uhr morgens, Chips? Fass den nicht an. Guck mal, hier habt ihr euren Außenseiter. Songs wie am Fließband, ich acker wie ein Bauarbeiter. Weil immer noch zu heftig am Mike. Verwechseln ihre Arroganz und meiner Selbstsicherheit. Ich meine, aus dem Auge, aus dem Sinn, heißt aus dem Spiel. Und sieht man deine Schwächen, dann wird einfach drauf gezielt. Zu viel Drachen im Bauch, ich glaube, ich rauch zu viel. Ficken oder gefickt werden, darum fick ich dich aus Prinzip. Ich weiß nicht. Hier ist im zweiten Part sehr mehr um Battle-Laune. Der erste Part war ein bisschen deeper. Aber das finde ich auch genauso geil. Nichts genommen, aber doppelt gegeben. Die Sonne scheint mir aus dem Arsch und trotzdem spür ich den Regen. Eier sind groß, ich geh die Höhle des Löwen betreten. Ich suche nicht den Sinn des Lebens, ich will einfach nur leben. Ich meine, Party auf dem Rooftop. Und ich weiß drauf, was morgen geht. Ja, ja. Vielleicht bin ich in New York. Vielleicht bin ich in Marseille. Party auf dem Rooftop. Und ich weiß drauf, was morgen geht. Leute, wir hören schon seine Ausstrahlung. Guck mal an sein Gesicht, wie der das ausspricht, wie der das genießt, wie der das fühlt. Der fühlt das. Ja. Das ist so. Weißt du? Er ist Musiker und Lyriker. Und der ist auch Performer. Guck mal, ich mag voll seine Bewegungen während dem Rappen. Der macht das gut. Ja. Weil, guck mal, der sitzt vor einem Mikrofon. Was willst du da viel machen? Aber der macht es trotzdem gut. Ja. Das heißt, der fühlt das einfach, aber so richtig. Ja. Zu tiefsten Ebene, Digga. Und ich genieße es, wenn der. Rappt. Ich genieße es, wirklich. Also du kannst seine Emotionen, cool, das ist so krass, du kannst seine Emotionen spüren, wie er sich darüber aufregt, wie er eine Sache genießt, wie er das da sagt, du kannst es einfach spüren. Drachen in meinem Bauch, so eine geile Metapher. Ja. So eine geile Vielleicht Metapher. Vielleicht habe ich zu viel geraucht, hat er gesagt. Diese Metaphern, oh, das ist genial. Vielleicht bin ich in London, vielleicht bin ich in Athen. Assalamu alaikum, Deutschland. Was sagt ihr, Leute? Ganz cool. Ehrlich, ja. Ich mag den so. Allgemein, guck mal, allgemein finde ich jetzt den Song, Song jetzt nicht am stärksten. Bis jetzt Drachen in meinem Bauch gefällt mir mehr, definitiv. Das war die Richtung der Releases. Ja. Aber allgemein finde ich seine Real Talk Songs, ich mag die sehr. Ich mag die sehr. Zieh ich mir ganz richtig gern rein. Und ich kann mir vorstellen, wenn Michael O. jetzt nochmal in seine neue Richtung, aber ich finde, der muss, also für mich gefühlt, ich würde mir wünschen, wenn er auf so einen saubereren Beat, also so einen leicht empfänglicheren Beat, da auf Real Talk-Ebene, aber mehr mit seiner Stimme präsenter ist. Versteht ihr, was ich meine? So instrumental, leise, mehr mit seiner Stimme präsent. Damit und es mehr diese tiefe Richtung geht. Richtig. Und eine rote Linie verfolgen, so ein Thema. Boah, ich würde mir das so sehr wünschen für den. Also einfach nur so aus rein emotionaler. Ich habe auch jetzt einen Wunsch. Äußere deinen Wunsch aus, Bruder. Ich will Wunsch sprechen. Ich will wünschen das. Ich sag, dass du keine Wünsche hast. Du hast nichts genannt. Ja, aber. Bruder. Mein Wunsch ist es wirklich, wie, ähnlich wie du, nur meiner ist es, guck mal, ich schau aus dem den krassen Skill raus, den er hat, ja?
Aber ich würde mir halt den in so einer Richtung vorstellen, wo der seine Skills auf das einfach reduziert, was er richtig gut kann, die Reime setzen und gute Flows. Mhm. Er muss nicht, ich würde mir wünschen, dass er sich einfach nicht so mit den Flows übertreibt und mit den Reimen, sondern das Ganze noch simpler gestaltet, mhm, und dann mit der Ausdrucksstärke. Dann mit der Ausdrucksstärke. Also ganz simpler Flow, aber starker Flow. Ganz simple Reime, aber starke Reime. Und das mit der Ausdruckskraft, die du gesagt hast. Weil ja, ich, dann hätte der, glaube ich, einen miesen Hit. Ich muss nur ganz kurz was ergänzen, ja, das sorry dafür. Guck mal, der kann es, der kann Reichweite erzeugen. Baby, ja, du bist anders. Das Ding ist durch die Decke gegangen. Leute haben seinen Namen vergessen, weil die, ja, Leute haben seinen Namen vergessen, weil diese scheiß vergängliche Zeit einfach, einfach zu schnell alles vorbeigeht, alle vergessen es, ja. Das war ein starker Pop-Hit. Aber ich freue mich dennoch, dass er solche Themen aufgreift, einfach aus seinem künstlerischen Ich, um sich selber quasi die Befriedigung zu geben, ja. Er hat bewiesen, dass er es kann, auch mit diesem Mainstream-Ding. Ja. Deswegen, Leute, man muss den Respekt gebühren, dass er überhaupt das aufgreift und solche Songs noch macht, weil ich sehe da was ganz Großes. Also für mich ist es wirklich viel mehr Inhalt als andere. Unser Manager hat gesprochen. So, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Unter Masons Kopf findet ihr die letzte Reaktion zu Michael O. Ansonsten unten in der Videobeschreibung unsere Telegram-Gruppe beitreten, mit unserem Kanal gestalten. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Stabiles Outro. Unser Kanal. Unser Kanal. Anikel, das Kanal.